Ja, Johannes Pietschau, Lippische Landeszeitung. Herr Professor Hesse, ich möchte Sie eine möglicherweise nicht ganz angenehme Frage stellen. Ja. Und zwar haben Sie ganz konkret vorgeschlagen, die Fahrzeit zwischen Bielefeld und Hannover von derzeit 49 Minuten nicht auf 31 Minuten zu verlängern, wie es im dritten Gutachterentwurf vorgesehen ist, sondern auf 42 Minuten. Ja. Und ja. Sie haben gemäß Ihrer Folie dort vorgeschlagen, das nach den Vorgaben zu tun, oder nach den Vorschlägen, die wir 2016 im Bundesverkehrswegeplan gesehen haben. Die würde ich mal als Ausgangspunkt hernehmen. Nicht, dass das jetzt minutiös danach gemacht werden muss, aber sozusagen als Denkmodell. Ja, als Denkmodell. Jeder, der sich hier seit 2016 mit diesem Thema Bahn befasst und mit diesen 8 Minuten, die da eingespart werden können und sollten, und die ja auch 2 Jahre hier konkret im Gespräch waren, von 2016 bis 2018, weiß, genau, dass das nur mit der Umfahrung Mindens geht, also mit der Abkürzung dieser sehr scharf verlaufenden S-Kurve von Bückeburg hoch nach Minden und dann wieder runter nach Bordeaux. Sehe ich auch so. Ich sehe auch nicht den Sinn da drin, Minden in dieser Neubaustrecke mit einzuschließen, ja, weil die haben nur Nachteile davon. Da muss ich jetzt genau die Frage anschließen. Ja. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, weiß, dass das nur und ausschließlich geht, mit einer Tunnelstrecke durch den Jakobsberg und damit durch eine KZ-Gedenkstätte. Herr Dr. Esse, ich muss Sie fragen, propagieren Sie einen ICE-Tunnel durch eine KZ-Gedenkstätte? Und ich bitte um eine zitierfähige Antwort, mit der ich ins Blatt gehen kann. Also, das, sag mal, ich habe davon gelesen, ich kenne die Örtlichkeiten da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einzige Weg, der dort gefunden werden kann, nun genau durch diese KZ-Gedenkstätte geht. Dass man da sozusagen reserviert ist, habe ich durchaus Verständnis dafür. Aber sagen wir mal, die Landschaft ist doch relativ breit. Ja? Und da wird sich doch wohl ein Weg finden lassen, der auch diese Belange berücksichtigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das absolut unmöglich ist. Ich halte das so ein bisschen für ein Totschlagargument. Frau Höfer, Sie möchten auch gerne noch eine Frage stellen. Aber dass man Minden umfahren muss, da bin ich ganz sicher. Man könnte es ja auch ortsnäher umfahren. Also mit in diese Trassendiskussion möchte und kann ich mich nicht besonders einmischen, weil mir dazu die Ortskenntnis fehlt und auch die Kenntnis dieser vielen Vorschläge. Aber dass Minden selbst eben, sagen wir mal, in diese, also dass diese ganzen Hochgeschwindigkeitszüge durch Minden durchrauschen, halte ich für nicht sinnvoll, weil sie halten sowieso nicht. Also das wird man nie erreichen, halte ich auch ehrlich gesagt nicht für sinnvoll. Das heißt also, die würden eigentlich die Stadt nur stören, dann führt man sie doch bitte an der Stadt vorbei, wie eine Umgehungsstraße. Und Minden sollte natürlich seine Bedeutung als sozusagen Knoten zweiter Ordnung erhalten, da bin ich durchaus dafür. Das heißt also diese FR-Linien, ja, ich würde zum Beispiel eine bauen von Berlin nach Amsterdam, ich würde eine bauen von Hamburg über Nienburg, über Bielefeld und die könnten sogar korrespondieren miteinander und zwar in Minden, ja, das ist sinnvoll. Und also auch wenn man, und dann könnte man noch außerdem eine haben von natürlich Hannover über Minden nach Bielefeld. Das wäre zum Beispiel die FR-Ausstattung und die würde Minden, denke ich, sehr gut ausstatten und man hätte seine Ruhe behalten, vor allem auch wegen dem Güterverkehr. Der Güterverkehr könnte ja auch über die Neubaustrecke gehen, ja, vor allem auch nachts und so weiter. Und der würde dann nicht mehr durch Minden gehen. Also ich denke, dass Minden einige Vorteile von dieser Lösung hätte. Wir hatten uns vorgenommen, nicht allzu sehr in Details zu einzelnen Strecken zu gehen. Frau Höfert, wenn Sie jetzt noch was Allgemeines fragen, gerne dazu. Ansonsten möchte ich gerne verhindern, dass wir uns jetzt, und Herr Becker danach, dass wir uns zu sehr um 100 Meter und 200 Meter rechts und links in die Diskussion verstricken. Hesse und Herr Knierin wissen Bescheid, dass die Bückeburger Niederung und der Jakobsberg und die KZ-Gedenkstätte hier einen ganz hohen Stellenwert hat und sozusagen, ich habe es als unantastbar bezeichnet, gilt. Und entsprechend bedeutet das in unserer Diskussion hier heute Abend nicht, dass wir daran rütteln werden. Frau Höfert, haben Sie dann dazu noch eine ergänzende Frage? 2 Punkte, wie gesagt, einmal das Bergwerk ist ja auch da seit 1835 wird in diesem Bergbau betrieben. Es wird Versatz gemacht, Versatz mit Gips und das sind Filterstäube aus Verbrennungsanlagen und aus Kohlekraftwerken. Das sollte man wissen und das geht halt eigentlich bis nach Schaumburg mit rein. Rainer, du wirst mir recht geben, mittlerweile wird es oben Wilken-Ecke versetzt.
Das andere, was ich anmerken möchte, ist, ich finde einfach, man müsste den Bestand ausbauen, beziehungsweise nicht nur ausbauen, sondern auch modernisieren. Würde man es digitalisieren, würde man auch nochmal auf Sicht fahren können, da werden die Geschwindigkeiten mit angepasst. Also auch da gibt es ja Rechenmodelle. Und ich finde, dann wäre das Geld auch vernünftig. Und mit dem Hintergrund, dass Minden nun mal einmal der DB-Systembahnhof ist. Also da ist DB-Systemtechnik mit 250 Mitarbeitern, da werden die ganzen Hochgeschwindigkeitstrassen geprüft, da finden einiges an Prüfungen für Bahntechnik statt, auch europaweit. Das finde ich schon ziemlich schwierig, das dann auch vom IC-Verkehr abzuhängen. Also das muss ich ganz klar sagen, die IC-Halte werden von DB-Systemtechnik da definitiv benötigt. Herr Becker, Sie hatten da auch noch eine Anmerkung zu. Ja, ich verspreche auch nicht ins Detail zu gehen mit meiner Frage. Also erstmal herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Dessen, für diesen sehr anschaulichen Vorschlag und für ein Konstrukt, das, glaube ich, der Grundidee eines getakteten Fahrplans, integrierten Fahrplans, viel näher kommt als dieser dritte Gutachtenentwurf, finde ich jedenfalls so, mit meiner laienhaften Fähigkeit, so etwas zu erfassen. Mir geht es um die Motivlage, die hinter diesem dritten Gutachterentwurf steht, weil gerade wenn man politisch unterwegs ist, ist die Hinterfragung von Motiven auch in der Argumentation richtig. Ich glaube, die Antwort auch bei Ihnen rausgehört zu haben, aber ich kann sie mir noch prägnanter vorstellen. Jetzt mir mal die Frage. Halten Sie es für überspitzt formuliert, wenn man sagt, dass der dritte Gutachterentwurf unter der Vorgabe entstanden ist, eine maximal schnelle Strecke zwischen Bielefeld oder zwischen Dortmund und Hannover herzustellen? Ja gut, das ist nicht das einzige Projekt dieser Art, aber vielleicht sozusagen jetzt das Herausragende. Also zwischen Nürnberg und Würzburg hat man was Ähnliches vor und ich befürworte das auch nicht. Ja? Also meine Linie ist dabei Deutschlandtakt ja, aber maßvoll, ja, und die Gelder, die ja auch begrenzt ist, lieber verteilen auf mehrere Projekte, die mehrere Landesteile nutzen. Ich erinnere da nochmal an die Schweiz. 1987 war die Fragestellung in der Schweiz, wollt ihr eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Genf über Lausanne, Bern und so weiter, Zürich bis nach St. Gallen, oder wollt ihr Verbesserungen im ganzen Land, ja, und eine solche Vertaktung, dass man wirklich von allen Punkten des Landes optimal in die anderen kommt. Und die Kosten waren ungefähr die gleichen. Ja. Ja. Und das ist die Fragestellung hier auch beim Deutschlandtakt. Ja. Und nochmal auf Ihre Frage zu kommen, meiner Meinung nach haben die Verantwortlichen das noch nicht begriffen oder sie wollen es nicht begreifen, würde ich mal im Raum stehen lassen. Ja. Dass man eigentlich so verfahren müsste und sie verfahren genauso, dass sie bestimmte Strecken ausgeben, wo es natürlich große Aufträge geht und um sehr große Geschäfte geht, um sehr viel Geld und so weiter, diese Projekte voranzutreiben und die anderen bleiben liegen. Nehmen Sie dieses Beispiel, was ich genannt habe, Hannover, Braunschweig, Magdeburg. Darum kümmert man sich nicht. Ja, man führt nur Magdeburg als ins Feld, aber dass man dort auch etwas einsparen könnte, das wird nicht diskutiert, sondern es zählt nur Bielefeld, Hannover, Berlin. Wenn ich das richtig verstanden habe, letzte Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man die Konfliktsituation, die Sie an einzelnen Knoten geschrieben haben, gemäß des dritten Entwurfs, könnte man ja entzerren, wenn man Ihrem Vorschlag folgen würde und eben nicht auf eine Maximalgeschwindigkeit Dortmund, Berlin setzen würde. Ja. Also deswegen meine Ableitung aus dieser Argumentation, es hat die augenscheinlichen Vorgaben gegeben, so schnell wie möglich von Dortmund nach Berlin eine Strecke zu gewährleisten und alles andere muss dann irgendwie darum gefrickelt werden. Also es geht um diese Viertelstunde, ja, und die können Sie natürlich, wenn Sie wollen, noch wieder östlich von Hannover rausholen, aber ich würde es für nicht sinnvoll und vorträglich halten. Ja, das kann man vielleicht in 50 Jahren machen, aber momentan haben wir sehr viel vorträglichere Projekte. Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, also was dafür spricht, dass es so ist, wie Sie sagen, ist diese Fahrzeit mit den 3 Stunden 55, die hast du ja eben auch erwähnt, weil es immer heißt, diese 4 Stunden sind so eine magische Grenze, wo dann die Bahn auf einmal besser dasteht als das Flugzeug, was durchaus auch stimmt, aber ob es wirklich auf diese Viertelstunde ankommt, da kann man nochmal ein Fragezeichen machen.
Also ob man nicht auch mit 4 Stunden 10 Fahrzeit, die dann rauskommen, nicht einen ähnlichen also, Einfluss erwerben könnte. Wenn es unbedingt darum geht, habe ich auch noch eine Idee, ganz spontan. Da macht man den gleichen Trick wie zwischen Berlin und München. Die Fahrzeit zwischen Berlin und München für die normalen ICEs liegt bei 4 Stunden 10 oder irgendwie so etwas. Und was macht man? Man fährt jetzt seit der Inbetriebnahme 2 oder 3 sind es, glaube ich, Sprinter geworden, am Tag. Sprinter, ja, die fahren dann fast überall durch und die schaffen es in 3 Stunden 58 oder sowas. Das schafft man dann wahrscheinlich mit meinem Ausbau, den ich hier anrege, auch, ja, wenn man dann in Bielefeld durchbrettert, ja, und in Hamm sowieso, ja, und hinter Dortmund auch noch, dann schafft man das auch in 3,57 von Köln nach Berlin. Das möchte ich mal behaupten, dass das machbar wäre. Wir hatten hier in unserem Fragekatalog ja zum Beispiel auch die Frage, nicht nur was die Kosten angeht, sondern eben auch die Hinweise, was Linienbegradigung, Schnellfahrweichen, das sind ja ist so ein Fachbegriff, Überholungs- und Anschlussgleise, wenn man das alles einsetzt und modernste Technik, kann man denn da auch noch zusätzlich Minuten sparen bei dem Ausbau der Bestandsstrecke durch moderne Gleisanlagen und Neigetechniken kann man da also auch... Also Neigetechnik ist auf dieser Strecke, die wirklich ziemlich geradlinig ist, ja, ist nicht viel zu holen. Also die ist nicht unbedingt dafür geeignet. Da gibt es andere Strecken, wo das wirklich sehr gut ist. Und mit der Neigetechnik hat man leider in Deutschland nicht so gute Erfahrungen gemacht. Meiner Meinung nach auch, weil man sie nicht richtig angewandt hat. Weil die Schweiz macht beste Erfahrungen. Die fahren ihre Neigetechnik zügig, ich kann Ihnen die Strecken nennen und so weiter. Seit damals, seitdem die das ausgebaut haben, also die Deutschen haben das irgendwie nicht richtig angepackt. Also Neigetechnik ist es nicht. Und ECTS, das ist ja immer ECTS, European Traffic. Ich muss auch immer wieder die Buchstaben sortieren. Jedenfalls, das ist diese Digitalisierung. Da würde ich zur Vorsicht vor Euphorie warnen. Die Erfahrung, die Schweiz haben das teilweise, die Erfahrung sind nicht so beglückend, wie das hier oft dargestellt wird. Also da würde ich nicht zu viel draufsetzen. Ja. Nicht durchgehend. Ja, aber auf wichtigen Strecken, ja. Genau. Ja, durchgehend bei uns, das wäre ja auch ein Riesenprojekt. Also das ist, ja. Aber ich würde das auch nochmal unterstreichen, also wirklich diese Gewinne, Herr Pofalla geht ja durchs Land und sagt, wir können auf den Strecken dann 30% mehr fahren als heute und das stimmt nur auf bestimmten Strecken. Nämlich dort, wo man heute schon eine hohe Dichte an Verkehr hat, da hat man schon sehr kurze Blockabstände. Also das heißt, die Abstände zwischen den Signalen, wo sich jeweils nur ein Zug befinden darf. Mhm. Und wenn man jetzt dieses ETCS einführt, dann bewegen sich diese Blocks quasi mit den Zügen, was erstmal ein Vorteil ist, weil man nicht in einem bestimmten Abschnitt nur einen Zug haben kann, sondern einen bestimmten Abstand. Aber dort, wo diese Blocks schon so dicht sind, da gewinnt man nicht mehr viel. Richtig. Und das ist der Punkt, die viel befahrenen Strecke, die haben natürlich logischerweise schon sehr niedrige Blockabstände und da kann man nicht mehr viel rausholen. Das könnte man nur dort rausholen, wo eben bisher weite Blockabstände sind, weil der Verkehr nicht so dicht ist. Aber ob man es da braucht, ist natürlich die andere Frage. Man könnte es aber hier auch machen, indem man den Gleiswechselbetrieb besser nutzt. Könnte man das ja super machen. Ja. Ist aber auch nicht so unproblematisch, der Gleiswechselbetrieb. Ich kenne die Diskussion. Ja, ja. Ist immer ein hohes Sicherheitsangelegenheit, weil die Züge ja auch wirklich mit großen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Und sonst bringt es ja auch nicht. Also ich weiß, ich kenne das von der Würzburger Diskussion her. Das ist nicht so ganz ohne mit dem Gleiswechselbetrieb. Kann man mal in Ausnahmefällen machen. Wäre aber hier, finde ich, also... Ich finde, es ist unbestritten, dass 4 Gleise her müssen, auch zwischen hier Hannover und dieser Gegend hier. Da würde ich sagen, das braucht der Bahnverkehr. Wenn ich denke, wie die Autobahnen ausgebaut werden, jetzt alles wird von 4 auf 6 spurig, damit alles vollgepflastert wird mit Lastwagen, dann sollen endlich mal auch die Bahnstrecken auf 4 Gleise ausgebaut werden. Also da bin ich wirklich, so weit bin ich pro Bahn und auch pro Deutschlandtakt, das braucht es. Sie hatten vorhin, Herr Hesse, auch erwähnt, die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit einerseits, aber auch die exorbitant ansteigenden Kosten bei über 200 km/h fahrenden Zügen. Nicht nur Kosten im Bau, sondern auch im Betrieb, wohlgemerkt. Ja, kostet natürlich ungeheuer Strom, Energie. Ja. Die Bahn hatte sich auf die Fahnen geschrieben, überhaupt gar nicht mehr mit 300 fahren zu wollen. Die Bahn hatte ja gesagt, sie möchte auf sich 250 Stundenkilometer begrenzen. Nun stolpert die Bahn über ihre eigenen Füße. Wie rechtfertigt die Bahn das? Und ist das auch ein Diskussionspunkt, den man anführt, kann man die Bahn da überhaupt drauf festnageln? Also da
vermute ich, steht dahinter so der Spruch, was interessiert mich heute mein Geschwätz von gestern. Ja? Ich halte dafür das Geschwätz von gestern eigentlich für besser natürlich. Ja? Und jetzt ist die Sache mit dem Deutschlandtakt gekommen. Man hat erkannt, dass man das als wohlfeiles Argument hernehmen kann, um jetzt wieder die alten wilden Projekte aus der Tasche zu holen, jetzt eben neu bemäntelt. Ja? Und dann ist natürlich das mit den 250 km/h vergessen. Ja, das war wohlgemerkt Spitzengeschwindigkeit, nicht Durchschnittsgeschwindigkeit. Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 ist hier in Deutschland, also meiner Meinung nach, No-Go. Sie hatten außerdem sehr schön ausgeführt die Umsteigezeiten von 3 Minuten. Wir haben ja heute ganz livehaftig hier Behinderte, die zum Beispiel es nicht in 3 Minuten schaffen würden, die Benutzung, gerade in Hannover, dieses Trepp runter zu seinem Nachbargleis rennen und wieder Trepp rauf. Ja. Behinderte Menschen benötigen da eine Rampe. Wie soll das in 3 Minuten gehen? Wie soll überhaupt, wenn man von Gleis 3 zu Gleis 12 flitzen soll, wie funktioniert das dann mit 3 Minuten oder auch nur mit 7 Minuten? Ich buche keine Züge, wo ich nur 7 Minuten Umsteigezeiten habe, weil ich weiß, das schaffe ich nie. Wie kann man dann den Deutschlandtakt so knapp bemessen in den Umsteigezeiten? Also, das ist, sagen wir mal, ein Grundsatzproblem. Sie können natürlich so einen Fahrplan niemals für alle, also sprich für die ganz langsamen Verkehrsteilnehmer herrichten. Das geht nicht. Ja, also dann, das wäre ein Totschlagargument, dann könnte man die ganze Sache vergessen. Das heißt also, man muss leider sich da auf die sozusagen Mehrheit der Fahrgäste einstellen. Und wer langsam zu Fuß ist, muss sich umgekehrt darauf einstellen, dass er dann bei einigen Knoten die Züge nicht erreicht. Das wird abgemildert dadurch, wenn Halbstundentakte kommen. Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ansonsten kann ich da nicht helfen, ohne das Prinzip sozusagen insgesamt in die Tonne zu tun. Ich bin froh, dass ich noch so beweglich bin, auch die Turnschuhanschlüsse auch heute noch fast alle erreiche. Ja. Aber das ist halt so, ich muss mich darauf einstellen, dass ich das in ein paar Jahren auch nicht mehr kann. Ja. Also auch dann muss ich anders verkehren, dann muss ich mein Leben auch in anderen Punkten langsamer einstellen. Das kommt auf mich zu, das weiß ich auch. Also Entschleunigung dann eben auch selbst bei der eigenen Fahrplanbuchung, bei der Ticketbuchung. Denn auch das ist eine Frage von uns, die demografische Entwicklung in Deutschland. Deutschland veraltert ja praktisch und wir haben immer sportlichere Bahnanschlüsse. Aber auch da würde das bedeuten, man will den Takt eben auf 0 und 30 setzen, weil das eine international anerkannte Regelung ist. Ja. Und man ist dann als Fahrgast gefragt, nicht auf die Turnschuhanschlüsse anzuspringen, sondern seine eigene Fahrverbindung dann etwas entspannter zu suchen. Aber meine Hannover-Lösung würde ja eben gerade, sagen wir mal, diesem Argument von Ihnen entgegenkommen. Ja, das würde den Leuten jetzt, die diese Richtungswechsel machen, die Sache erleichtern. Und die in gleicher Richtung fahren, da versucht man ja möglichst auch, soweit es geht, bahnsteiggleiche Anschlüsse herzustellen. Und die sind dann wirklich leicht zu machen. Also für jemanden, der nicht, wenn es bahnsteiggleich ist und der nicht im Rollstuhl sitzt oder so, dann kann er es auch in 3 Minuten schaffen. Dann kann er nur über den Bahnsteig rübergehen. Also ich gehe aber schwer davon aus, dass bei der Diskussion um einen Deutschlandtakt Mobilitätseingeschränkte und Demografie in Deutschland gar nicht betrachtet wurde. Das kann man nicht. Also das sind, sagen wir mal, 2 unvereinbare Sachen miteinander. Ja, also das ist so. Ja. Okay. Nicht vereinbar, Entschuldigung. Ich verstehe das nicht. Ich habe immer den Gedanken gehabt, dass davon auch... Also als erstes ausgegangen wird, dass man den Grenzennenner berücksichtigt und davon dann eine Planung macht, jetzt nicht auf die Bahn bezogen, grundsätzlich. Also Frau Rodemeier fragt, warum das nicht machbar ist, warum da keine Rücksicht drauf genommen werden. Das ist einfach eine mathematische Angelegenheit. Ja? Wenn Sie sozusagen jetzt diese Knoten haben und machen die Umsteigezeit aber jetzt zum Beispiel bei Bahnsteig gleich, ja, nicht 3 Minuten und bei Bahnsteigwechsel, 5 oder 6 Minuten, dann müssen Sie die Züge so weit spreizen in diesem ganzen Modell, ich habe das ja vorhin gezeigt, ja, dass dann das gesamte Prinzip des Fahrplans sozusagen ins Wasser fällt. Ja, und Sie haben dann eben wieder für die Mehrzahl der Fahrgäste ziemlich lange Umsteigezeiten. Das heißt also, dieses Ziel, was ich an sich teile, dass man durch
geschicktes Umsteigen schneller vorankommt, ist dann zunichte. Es geht einfach nicht. Also das ist eine Sache, man kann es nicht allen in gleicher Weise recht machen. Und hier ist zugrunde gelegt, sagen wir mal, die Bewegungsgeschwindigkeit der normalen Fahrgäste, möchte ich mal sagen, insofern normal, als dass ungefähr 85-90% der Fahrgäste ohne weiteres tun können. Also die im dritten Gutachterentwurf genannten Umsteigezeiten und Haltezeiten sind einer realistischen Statistik entnommen. Ja, die sind so, aber da sind teilweise eben welche drin. Dies hier mit dem Hannover, was ich gesagt habe, ist so ein krasses Beispiel. Da sind viele, einige solche Beispiele drin. Da kalkulieren die schon ein, dass man diesen Anschluss nicht schaffen kann. Wenn ich mit 29 von Bielefeld komme, kann ich nicht 31. Ja? Das heißt, die kalkulieren, den werden die auch nie ausweisen, den Anschluss. Sondern die werden immer einen anderen Zug nehmen, wo ich dann aber wieder entsprechende längere Zeit habe. Das heißt also, wenn Halbstundentakt ist, heißt das, wenn ich von Bielefeld nach München umsteigen will, ich muss gleich eine ganze halbe Stunde länger warten. Und das muss doch eigentlich auch nicht sein. Also ich habe zwei Anmerkungen. Einmal zu den Umsteigezeiten mit nicht ganz so schnellen Fahrgästen. Dazu gehören übrigens auch Familien mit Kindern. Ja. Also ich bin nun Mutter von zwei kleinen Sprösslingen von 2 und 4 Jahren. Wir waren in den letzten 4 Jahren eigentlich immer nur mit der Bahn im Urlaub, weil das Auto einfach zu stressig ist. Mit den Kindern, was alles nicht innerhalb von einer Stunde erreichbar ist, ist nicht akzeptabel für die beiden gewesen. Deshalb sind wir auf die Bahn umgestiegen und ich würde das jetzt auch gar nicht so schlimm finden, wenn so ein Halbstundentakt, auch funktionieren würde. Also, wenn der Fahrplan funktionieren würde, wir haben es nun genau die letzten beiden Male komplett anders erlebt und seitdem haben wir gesagt, wir machen keinen Urlaub mehr, solange nicht, wie wir nicht wieder das Auto benutzen können. Weil es halt eben nicht geklappt hat und dann wird es stressig, finde ich immer. Wenn es nicht klappt, dann wird es mit Kindern stressig und da gönne ich mir lieber mal 20 Minuten mehr Umsteigezeit. Ja, dann wird es nicht nur mit Kindern stressig. Ich stand eine ganze Nacht in Berlin am Bahnhof, weil der Zug schneller wegfahren musste, als ich einsteigen konnte. Ja. Mein Glück war noch drin. Das sind natürlich so Horrorgeschichten. Also höre ich Bossmann die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Genau, und eine höhere Vertaktung. Also eine Stunde auf der nächsten, wenn ich schon einen Zuschauer hatte, dann möchte ich nicht noch eine Stunde länger warten. Deshalb kann ich diese Halbstundenvertaktung total verstehen. Würde ich super begrüßen, auch dieses in Hannover, dass man da über Kreuz fahren kann, eben halt als Dreh- und Angelpunkt in jede Himmelsrichtung. Das kann ich auch super nachvollziehen, würde ich auch begrüßen, weil wir in Hannover wohnen, das heißt, ich würde überall hinkommen. Jetzt nochmal eine andere Sache zu den Knoten generell, weil wir jetzt gerade beim Hannoveraner Knoten waren. Von der Gegenseite oder von den Befürwortern der jetzigen Marschrichtung wird immer gesagt, der Hannover-Knoten kann das leisten. Ich bin da noch sehr skeptisch, weil ich sehe, dass er jetzt schon am Limit ist und diese 2 S-Bahn-Gleise, die da jetzt hinzukommen sollen, die machen jetzt keinen Fernverkehr. Ja, die bedienen den Nahverkehr, der sicher wichtig ist, den brauchen wir auch im Großraum Hannover, weil Hannover aus allen Nebenplatz hinsichtlich der Einwohnerzahlen, aber ich sehe noch nicht, wie der Knoten Hannover das leisten soll. Auch diese Doppelung nicht. Ja, doch, also das könnte ich jetzt sagen, aber das führe ich ja als Argument mit ein. Mhm. Ja, momentan, wenn man diesen Fahrplan ernst nimmt, der im Gutachterentwurf drin ist, heißt das ja, dass die Züge gebündelt werden zur Minute 0 und 30. Das heißt also dazwischen haben sie, das ist eigentlich typisch für den integralen Taktfahrplan, das wollen viele Leute mal nicht wahrhaben oder sagen, warum muss das so sein? Dazwischen haben sie gewisse schwach ausgelastete Zeiten. Das gehört zu dem Prinzip mit dazu. Ja? Und dadurch aber, wenn ich in Hannover das staffele und sage, ich fahre 0,30 in der einen Richtung und 15,45 in der anderen, kann ich natürlich die vorhandene Infrastruktur besser nutzen. Das ist eins meiner Argumente, was ich da anführe. Nochmal zum Hannover insgesamt. Es ist nicht der am schlimmsten überlastete Knoten in Deutschland, sondern das sind Köln und Hamburg. Ja, und demnächst, wenn es wirklich, was heißt demnächst, irgendwann mal in 10, 15 Jahren, Stuttgart, wenn es fertig wird, Stuttgart, da wird der Horrorknoten wird konstruiert. Ja? Man baut einen solchen überlasteten Knoten für 10 Milliarden.
Das ist der komplette Irrsinn, der dort passiert, muss ich immer wieder sagen. Ja. Und das heißt, wir haben jetzt 2 total überlastete Knoten und wir werden 3 haben. Und Hannover kommt dann so in der 2. Liga dieser überlasteten Knoten. Aber er ist sehr, sehr belastet. Aber dann wäre ja genau Ihr Argument zu sagen, wir entzerren das, also wir fahren nicht nur 0 und 30, sondern wir entzerren das, würde ja auch zu einer Entlastung des Knotens, so habe ich das jetzt verstanden, das beitreiben. Aber warum hören? Also mir fehlte vorher immer nur dieses Gegenargument. Ich musste mir immer nur anhören lassen, der Knoten funktioniert. Man hat das recherchiert, das geprüft und ich sage, Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schauen das ist nur 0,30 vor. Schauen Sie mal in die Zielfahrpläne rein. Ja, ich habe es getan. Wenn Sie genau reinschauen, sehen Sie, dass die Verfechter das momentan auch schon machen, aber so ein bisschen unterschwellig. Aber sie machen es andersrum. Ich hatte das vorhin nur so nebenbei erwähnt. Sie können sehen, dass bei deren Entwurf jetzt in der Nord-Süd-Richtung die Züge, nicht die nach München, sondern die von Hamburg nach Frankfurt fahren, und das sind auch einige, die fahren zur Minute 17. Das heißt, da steckt meine Idee eigentlich genau drin, aber völlig falsch angewandt. Ja? Weil das hier bei mir hat sozusagen System, und da ist es, vermute ich mal, aus der Not jetzt eine Tugend oder aus der Tugend eine Not oder was gemacht. Und die Züge sind schon aus den Knoten rausgenommen, weil die Gutachter offenbar gemerkt haben, dass sie da ein Problem haben. Ja? Das heißt also, im Prinzip steckt es schon drin, aber es ist falsch angewandt, aus meiner Sicht jedenfalls. Ich würde eben die Systematik reinbringen, würde sagen Ost-West so, Nord-Süd so. Und Nord-Süd, das habe ich mir auch überlegt, Nord-Süd sollte bei 0,30 bleiben. Also wenn, dann so rum und nicht etwa andersrum. Ja, das habe ich mir genau überlegt. Ich würde jetzt gerne noch Gerald bitten, seine Frage zu stellen, aber dann auch gerne Herrn Knierim erstmal fortfahren lassen, damit wir auch seine Anmerkung noch hören können und dann die Fortsetzung der Diskussion nachher auch noch machen können. Gerald, dann erzähl mal laut, was hast du? Was sollen wir denn unseren Politikern, die ja, ich sag mal, die Entscheider nachher auch sind, im Bundestag sagen, damit die weiter nachdenken, weil wir haben, ich sag mal, das Gefühl, dass natürlich unsere lokalen Vertreter daran interessiert sind, aber die große Masse, ich sag mal, der Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein oder sowas oder Bayern, ganz unten, denen interessiert das vielleicht auch gar nicht, sondern die entscheiden dann so, wie, ich sag mal, die großen Leute das gesagt haben. Wie können wir, was können wir unseren Politikern vor Ort sagen, damit sie da mal geweckt werden und auf die richtigen Fragen machen? Also hätte ich sofort eine Antwort drauf. Ich würde Ihnen empfehlen, mal genauer auf den Deutschlandtakt zu schauen und ihn nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, das tue ich ja auch nicht, aber auf die einzelnen Projekte und Regionen hinzuschauen und die auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn Sie sagen, das ist hier nur eine lokale Sache, würde ich das sofort ablehnen. Das ist eine von den Sachen. Ja. Ich komme jetzt zu Ihnen heute zum ersten Mal, aber in Sachen Deutschlandtakt bin ich schon lange unterwegs. Ja. Und ich habe das Beispiel Stuttgart genannt, und das ist die ganze Achse von Mannheim bis München. Da könnte man viel drüber sagen. Ich habe Nürnberg-Erfurt erwähnt. Ja. Ein Altschaden, der dort angerichtet worden ist, müsste fahrplanmäßig, an der Infrastruktur kann man leider nichts mehr ändern, aber fahrplanmäßig besser ausgerichtet werden. Das heißt also, Sie haben die Probleme überall in Deutschland. Ja? Also ich würde an Ihre Kollegen, die Abgeordneten und so weiter, immer den Appell hernehmen, schaut euch das an, der Bahnverkehr ist wichtig und der wird immer wichtiger, und sorgt dafür, dass das ordentlich gemacht wird, dass der Deutschlandtakt wirklich eine Erfolgsgeschichte wird und nicht eine solche Rennstrecken-Auswahlprogramm.